Gut. Wir gehen in zwei Teams weiter. Eins vorn, eins hinten. So kommt im schlimmsten Fall mindestens ein Team durch. Ich bin nicht gern hinten. Ich übernehme die Führung. Darf ich dich daran erinnern, dass ich hier das Kommando trage? Nicht, dass dich das beeindrucken würde. So. Wer soll dabei sein, Sergeant? Alles klar, ihr geht voraus. Funkt uns an, wenn ihr das Ziel erreicht habt. Kein Problem. Und wenn wir auf Blechbüchsen treffen? Schieß drauf. Das könnt ihr Amis doch am besten. Weißt du, Charlie, vielleicht kann ich dich doch ganz gut leiden. Hey Dan, guck doch mal. Die Süße da drüben? Was für ein Körper. Stimmt's oder habe ich recht? Ja. Yeah. War klar, der Kerl ist total neben der Spur. Wenn du hier immer Witze reißen musst, dann geh lieber. Das ist schlecht für die Mission. Ich mach mir gleich ins Hemd. Schwärme von Überwachungsbots. Jetzt wird's brenzlig. Wir gehen hier durch. Haltet die Augen auf. Die Roboter sind alle auf einem Haufen. Bei so vielen wäre es da nicht schneller, sie einfach zu überrumpeln. Angriff. Los. Okay, die Party kann starten. Wartet ihr beide! Das ist doch verrückt! Los! Oh Mann, wo kommen die denn alle her? Ein Scharfschütze! In Deckung! Sieht gut aus! Bringen wir es zu Ende.
kommen! Charlie hier. Was ist die Lage? Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Wir müssen sie vernichten, um zur Kontaktperson zu gelangen. Roger. Das soll wohl ein Witz sein. Ich danke dir später dafür! Halt! Da kommt was! Und da ist er. Der Grand Lancer. Alle Mann in Deckung! Aber unsere Waffen durchdringen die Rüstung nicht! Wenn wir uns nicht was einfallen lassen, sind wir am Ende. Sieh doch! Die Rüstung ist ab! Schieß auf die Stelle! So richtest du Schaden an! Scheint, als hätten wir uns übernommen! Gut geschossen! Jetzt gehört er uns! Dan! Da oben! Wir sollten das Stromkabel verwenden. Okay, wir setzen das Viech unter Schock. Schieß das Kap! Scheint, als hätten wir uns übernommen! Beeindruckend. Noch eine Top-Leistung vom Survivor. Schieße auf die Stelle, wo die Panzerung weg ist. So richten wir Schaden an. Shit, das Ding ist zäh! HQ, hören Sie mich? Warten Sie. Sie brauchen nicht zu schreien. Ich verstehe Sie klar und deutlich. Wir haben hier einen fiesen Grand Lancer. Wie machen wir den fertig? Ich glaube, ich kann helfen. Unsere Informanten haben gerade Daten zu dem Modell geschickt. Ja, dann raus mit der Sprache. Das Antriebssystem befindet. Verpassen wir ihm einen soliden Kopfschuss? Die Einzelheiten überlasse ich Ihnen. Viel Glück. Dann müssen wir ihm in sein hässliches Gesicht schießen. Sein Kopf ist seine Schwachstelle. Wie schalten wir sein Antriebssystem aus? Ich weiß. Dan, meinst du, du kommst vom Dach aus auf seinen Kopf? Wir holen ihn rüber zum Gebäude. Du musst nur rechtzeitig springen. Okay, los. Warte auf dem Dach, verstanden? Dan, warte hier, bis das Ding näher kommt. Jetzt, Dan, spring! Sehr gut. Halt dich fest. Das hat länger gedauert als erwartet. Aber wenn wir hier schon nicht klarkommen, sind wir geliefert. Die Oberstadt ist schlimmer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so hart ist. Und du denn? Ja. Ja.
Ich nehme an, deshalb wirst du Survivor genannt. Und ich hoffe, das ist nicht nur ein Name. Klar. Yeah. Ja. Ich werte das als ein Ja. Ich will's auch hoffen. Ja. Ich verlasse mich schließlich auf dich. Du hast eine große Klappe, aber anscheinend zu Recht. Sieh mal an, der Musterschüler. Hast deinen Schulterklaps bekommen, Kumpel? Das reicht. Wir wollen Charlies Kontaktperson nicht warten lassen. Der Treffpunkt mit unserer Kontaktperson liegt hinter diesem Tor. Lasst uns los. Das muss es sein. Hier ist Dan. Wir sind am Ziel. Verstanden. Wartet auf uns, wir treffen euch dort. Warum macht ihr Leute immer so viel Krach? Berufsrisiko, schätze ich. Wir wollen zu Mifune. Sag ihm, Charlie ist da. Nie von ihm gehört, nie von dir gehört. Kann dir nicht helfen. Ihre Bestellung, bitte. Mein Stammkunde war unzufrieden. Ah, wird er repariert? Warum? Geht er wieder kaputt? Ah, das ist echte Wertschätzung, was? Hör zu, ich will keinen Ärger. Ich versuche nur, über die Runden zu kommen. Ich nehme ein Bier. Du hättest auch vorher fragen können, schöne Frau. Sushi geht aufs Haus. Danke. Vielleicht kannst du uns jetzt sagen, wo Mifune-san ist. Sag dir doch, nie von ihm gehört. Hey! Hör zu, Kumpel. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Wo ist Mifune? Er ist hier. Was? Er schaut uns durch die Blechbüchse zu. Nicht schlecht, Yankee. Der Barkeeper ist unschuldig. Er wusste nichts davon. Mifune, was zur Hölle soll das? Clan-Änderung. Gehen Sie zum Untergrundkaufhaus. Jemand wird Sie dort treffen. Unglaublich. Wie heißen Sie, Yankee? Dan. Warum? Ich habe sie im Auge, Dan. Seht ihr? Zeitverschwendung. Okay, ich hab die Zielkoordinaten. Los. Seid so gut und nehmt die Hintertür. Ihr Typen fallt hier ziemlich auf. Danke, Kumpel.